Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 10: Der Verkehr. In Deutschland gibt es viele verschiedene Verkehrsmittel. Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zählen die Bahn, der Bus oder auch die Tram. In Berlin gibt es ein sehr gutes Verkehrsnetz. Du kannst fast zu jedem Ort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das ist sehr praktisch. Morgens fahren viele Menschen mit der Bahn oder dem Bus zur Arbeit, weil sie in das Stadtzentrum fahren. Deshalb sind die öffentlichen Verkehrsmittel morgens immer sehr voll und meistens bekommt man keinen Platz zum Sitzen. Aber stehen ist natürlich auch okay. Das Wichtigste ist, dass die Bahn überhaupt kommt. Viele Deutsche beschweren sich, dass die Deutsche Bahn immer unpünktlich ist. Sie kommt oft 5, 10 oder sogar 20 Minuten zu spät. Wenn du kein Glück hast, dann fällt die Bahn sogar komplett aus. Das kann manchmal sehr stressig sein. Die U-Bahn und die S-Bahn sind aber meistens oder fast immer pünktlich. Ich denke, dass die U-Bahn am zuverlässigsten ist. Sie ist wirklich immer pünktlich. Wenn du eine längere Strecke fahren musst, dann kannst du mit dem ICE fahren. Der ICE ist der schnellste deutsche Zug. Wenn du von zum Beispiel Hamburg nach Berlin fahren möchtest, ist der ICE eine gute Option. In Deutschland fahren auch viele Fernbusse, zum Beispiel der Flixbus. Fernbusse sind günstiger als Fernzüge wie der ICE. Aber natürlich brauchen die Busse länger als die Züge. Ich persönlich bevorzuge den Zug. Ich finde den Zug viel bequemer als die Busse. Was magst du lieber? Busse oder Züge? In Deutschland gibt es viele Menschen, die sehr umweltfreundlich sind und nicht mit dem Auto, aber mit dem Fahrrad fahren. In Berlin gibt es auch
sehr viele Radwege. In den letzten Jahren kann man immer mehr Menschen mit einem E-Bike auf den Fahrradwegen sehen. In Deutschland musst du beim Fahrradfahren keinen Helm tragen. In Berlin ist der Verkehr aber manchmal sehr chaotisch und stressig. Und es ist besser, wenn du einen Helm trägst. In Deutschland fahren natürlich auch viele Menschen mit dem Auto. Ich persönlich fahre lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das finde ich entspannter und praktischer. Außerdem ist es umweltfreundlich. Was denkst du? Was ist dein Lieblingsverkehrsmittel? Schreib es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Öffentliche Verkehrsmittel. Public Transportation. Fast zu jedem Ort. To almost every destination. Praktisch. Convenient. Practical. Deshalb. That's why. Deshalb sind die öffentlichen Verkehrsmittel morgens immer sehr voll. That's why the public transports are always very busy in the morning. Überhaupt. At all. Zu spät. Too late. Die Bahn fällt aus. The train is cancelled. Am zuverlässigsten. Most reliable. Der Fernbus. Long distance bus. Günstiger als. More reasonable than. Bevorzugen. To prefer. Ich persönlich bevorzuge den Zug. I personally prefer the train. Umweltfreundlich. Environment friendly. Das Fahrrad. Bicycle. Fahrradwege oder Radwege. Bicycle path. Hast du alles verstanden? Wie war die heutige Episode? Wenn du nicht alles verstanden hast, dann höre die Episode noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. If you liked that episode, please give it a thumbs up. Please subscribe my channel. And see you in the next episode. Tschüss und bis bald.